gesehen hatten. Also gut, gehen wir nochmal in den Thronsaal. Wir fragen Salina zu dem Stoff. Achso, es gibt hier unten noch irgendeine Türe, zu die man reingehen kann. Also ja, wir gehen einmal im Kreis hier in diesem Gebiet. Hier sehe ich aber noch keine Türe. Ich habe überhaupt nichts bemerkt. Trotzdem danke. Okay, ich habe mich mal nur schnell hier durchgeklickt. Aber nee, ich finde... Wenn ich es gefunden habe, finde ich es jetzt echt nicht wieder. Also auf zu Salina wegen dem Stoff. Und da gucken wir weiter. Hier, ich habe ein paar Fragen. Ich war bei einem eingeschürzten Stollen und dort wurde ein Fetzen des Kleides gefunden. Hier, schau. Aber ich war nie bei irgendeinem Stollen. Der stammt aus meinem neuen, noch ungetragenen Kleid. Jemand muss ihn da herausgeschnitten und schmutzig gemacht haben. Bitte, Brenno, ihr solltet es tun. Geh zu meinem Zimmer, dort findest du den Zwerg Ungrim. Dem habe ich mein Eigentum anvertraut. Er kann dir das Kleid zeigen. Gut, dann haben wir... Dann hätten wir jetzt erst zu Salina gehen brauchen. Hätten wir jetzt erst in Salinas Quartier gehen brauchen. Ah, Stofffetzen. Sprich mit Ungrim. Ich muss zu Salinas Quartier und Zwerg Ungrim bitten, mir das Kleid auszuhändigen. Außerdem ist er für die Unterkunft verantwortlich und weiß vielleicht mehr dazu. Vielleicht ist er jetzt ein bisschen freundlicher, wenn er hört, dass ich Salina verteidige. Vor allem ist das dann die Kombination, das zerschnittene Kleid mit der Zeugenaussage, dass jemand bei Salina eingebrochen ist. Ja, hier ist nur eine verschlossene Tür und nichts weiter. Kamera hier fest, auch gut. Schon wieder. Ich kann nicht behaupten, seit eurer letzten Fragestunde schon viel geschafft zu haben. Irgendwie rennt die Zeit heute schon wieder auf unglaubliche Weise davon. Man sagt nur ein Wort und eine ganze Ewigkeit ist vorbeigestrichen. Du redest viel. Du verwaltest doch auch Salinas Besitz, oder? Ich würde gerne einen Blick auf ihr besonderes Kleid werfen. Ich glaube kaum, dass euch dieses Kleid stehen würde. Und außerdem, ich habe eigentlich ganz andere Sachen zu tun. Mir rennt die Zeit davon. Erst diese endlose Unterhaltung mit euch und nun soll ich auch noch das Kleid raussuchen. Wann soll ich denn bitte zu meinen eigentlichen Aufgaben kommen?
Aber ich verteidige Salina im Prozess bei König Arombolosch. Wo sagt das doch gleich? Ich rede den ganzen Tag über dies und das, anstatt gleich auf den Punkt zu kommen. Natürlich helfe ich euch gerne, aber wie genau soll ich denn das Kleid helfen? Das Kleid ist ein Beweisstück in dem Gerichtsverfahren gegen sie. Ich brauche es, um ihre Unschuld zu beweisen. Ihr habt ihr es, aber warum sollte ausgerechnet das ein Beweisstück sein? Sie hat es nie getragen. Seht ihr, es ist sauber gebügelt und umgetragen, so wie ich es einst gewaschen habe und außerdem... Moment mal. Seht, jemand hat ein Stück Stoff aus dem Kleid geschnitten. Ach du liebe Nase. Siehst du, wenn das mal nicht verdächtig ist. Danke für deine Hilfe, Ungrim, und deine kostbare Zeit. So, wieder 30 Erfahrungspunkte. So, der Stofffetzen. Der Kleiderfetzen wurde also absichtlich aus dem Kleid geschnitten und in dem Stollen platziert. Jetzt ist es mehr als offensichtlich, dass der eigentliche Saboteur Salina die Tat unterschieben will. Der Stofffetzen. Der Stofffetzen stammt zwar aus Salinas Kleid, aber das Kleid liegt im Gegensatz zum Fetzen ungetragen in Salinas Quartier. Außerdem konnte man deutlich erkennen, dass er aus dem Kleid herausgeschnitten wurde. Irgendjemand versucht Salina, die Sabotageakte unterzuschieben. Mhm. So, ich bin jetzt mal so frech. Also dadurch werdet ihr wahrscheinlich nicht viel sehen. In-game. Okay, so wie es aussieht, haben wir alles. Was wir haben können. Der Einbrecher wollte Salinas Kleid. Ja. Also für den kurzen Leck entschuldige ich mich. Jetzt soll die natürlich auch. Gut. Also ich wollte nur mal kurz gucken, ob ich wirklich alles gefunden habe, was zu finden war und nicht was übersehen habe. Aber so wie es aussieht, haben wir wirklich alles gefunden. Das heißt, jetzt geht's zum Prozess. So, das wird jetzt wieder richtig spaßig. Da ist er. Ja, kann ich dir bei der Wahrheitssuche helfen? Gut, ich glaube, jetzt müssen wir mit dem König reden. Seid gegrüßt, Wahrheitsfinder. Wie gehen eure Ermittlungen voran? Ich habe meine Ermittlungen abgeschlossen und will mit der Verhandlung beginnen. Seid ihr euch da ganz sicher? Wenn die Verhandlung einmal begonnen hat, könnt ihr euch nur auf das berufen, was euch vorliegt. Je mehr Beweise und Zeugenaussagen ihr gesammelt habt, desto besser werden eure Möglichkeiten sein. Wollt ihr jetzt mit dem Prozess beginnen oder wollt ihr weitere Nachforschungen anstellen? Ich habe genug Beweise gesammelt. Lasst die Verhandlung beginnen. Der Prozess wird wie folgt geführt. Ich trage für jedes Vergehen, das Salina vorgeworfen wird, die Anklagepunkte vor, die von euch widerlegt werden müssen. Ihr dürft dabei jede Zeugenaussage und jedes Beweisstück während des ganzen Prozesses nur einmal anführen. Also überlegt gut, was ihr wann präsentieren wollt. Anschließend habt ihr die Möglichkeit, ein Plädoyer für die Angeklagte zu halten. Ihr dürft Indizien anführen zu ihrer Verteidigung und um möglicherweise Verdachtsmomente gegen einen anderen Schuldigen auszusprechen. Auch hier gilt, jede Zeugenaussage und jedes Beweisstück darf von euch nur einmal verwendet werden. Wenn ihr einen Beweis schon in der Verteidigung verwendet habt, dürft ihr ihn nicht mehr im Plädoyer verwenden. Habt ihr alles verstanden? Ich habe alles verstanden. Fangen wir an. Die Gauklerkönigin Salina wird mehrere schwere Verbrechen gegen das Zwergenkönigreich Toshmur
und seiner Königsstadt Murolosch angeklagt. Im Laufe dieses Prozesses werde ich König Arumbolosch von Murolosch die Schuld der Angeklagten beweisen. Kommen wir zum ersten Punkt der Anklage. Salina ist neu und unbekannt in Murolosch. Sie ist eine Gauklerin, die keine festen Wurzeln hat. Und das alleine macht sie schon sehr verdächtig. Weiterhin hat sie in den letzten Tagen wiederholt vor der Jugend Murolochs gespielt, obwohl es ihr ausdrücklich untersagt war. Und hat so allerlei unzwergische Gedanken in die Köpfe unserer jungen Androschim gepflanzt. Beim Respekt wird der König. Aber das ist doch lächerlich. Nur weil sie eine Gauklerin ist, ist sie noch lange keine Verbrecherin oder Verführerin. Auch ich bin fremd in dieser Stadt. Warum klagt ihr ja nicht auch mich an? Die anderen Fremden im Murolosch kennen die Stadt doch besser als Salina. Sind sie da nicht sogar verdächtiger? Salina hat sich an euer Verbot gehalten und keinen Kontakt zu den jungen Zwergen mehr gepflegt, seit es ihr verboten wurde. Nehmen wir mal die drei. Das mag stimmen, aber die anderen Gäste sind uns allen gut bekannt. Wir wissen, was sie nach Murolosch geführt hat, aber Salina ist neu hier und die Ehrlichkeit ihrer Absichten ist noch nicht erwiesen. Der Hohepriester Xolgorax wurde dem Tode nahe in seiner Kammer aufgefunden, weil jemand das Bier für den Tempel vergiftet hatte. Zum Zeitpunkt dieser Tat, als unser Hohepriester Opfer des feigen Anschlages wurde, hat niemand die angeklagte Salina in Murolosch gesehen. Ja. Welches Motiv hätte Salina? Xolgorax war nicht gegen ihr Ansinnen um eine Erlaubnis für Klaukeleien in Murolosch. Beweisstück Alibi verwenden. Es mag stimmen, dass Salina kein Alibi für die Tat hat, aber ich kann eine Zeugenaussage vorbringen, nach der sie für eine andere Tatzeit sehr wohl nachweisen kann, wo sie gewesen ist. Das rote Haar bewahre ich mir fürs Plädoyer auf, um den Schuldigen zu überweisen. Also nehme ich jetzt erstmal das Alibi. Ich rufe den Zeugen Grimbart nach Fahrt. Grimbart, Sohn des Kirolosch. Du wurdest als Zeuge in diesem Prozess aufgerufen. Angrosch selbst sieht jetzt auf dich hinab. Sprich nur die Wahrheit und lass keine Lüge über deine Lippen dringen. Hast du verstanden? Ja, Eure Hoheit. Dann sprich. Salina kann nicht an dem Stolleneinbruch beteiligt gewesen sein. Sie hat nun meinen Freunden und mir zu jedem Zeitpunkt eine kleine Privatvorstellung gegeben. Ich weiß, dass ihr uns verboten habt, die Gauklerin zu sehen und dass wir dafür bestraft werden, aber ich kann nicht zulassen, dass jemand ungerechtfertigt beschuldigt wird. Grimbart, du wusstest, dass dir der Kontakt zur Gauklerin verboten war und doch hast du meinen Befehl missachtet. Dafür solltest du bestraft werden, aber deine Aussage entlastet Salina ein wenig. Zwar nicht für diesen Ankabepunkt, aber nun gut. Ich werde später darüber entscheiden, welche Strafe für dich und deine Freunde angemessen ist. Die Lagerhallen der Zwergen Grazima wurden von einer Asselplage überrannt. Dabei wurden wertvolle Gegenstände entwendet. Kurz vor der Tat wurde ein Großling dabei beobachtet, wie er sich aus der Kammer entfernte. Und Salina ist ein Großling. Ja, aus Grazimas Lagerhalle wurde eine Steintafel entwendet. Habt ihr diese bei der Angeklagten gefunden? Also den Comlock-Stoff möchte ich eigentlich auch fürs Plädoyer benutzen. Allerdings ist die rote Locke aussagekräftiger. Nehmen wir trotzdem mal die drei. Ich muss zugeben, dass wir diesen Gegenstand weder in ihrem Körper noch in ihrer Wohnstätte gefunden haben. Natürlich hätte sie ihn irgendwo verstecken können, aber die Zeit dafür wäre in der Tat sehr knapp gemessen gewesen. Ein guter Einwand. Ein wertvolles Artefakt wurde gestohlen. Ein wertvolles Artefakt wurde gestohlen. Am Tatort fanden wir die Splitter einer Glaskugel, die als von Salinas Jonglierbällen stammend identifiziert worden sind. Sie muss sie fallen gelassen haben, als sie eingebrochen ist. Hier berufen wir uns auf die Zeugenaussage. Genau, Beweisstück Jonglierball verwenden. Ich möchte den Zeugen aufrufen, der zum Jonglierball etwas anderes aussagen kann. Ich rufe Angmar zur Gerichtsverhandlung nach vorne. Gardist Angmar, ihr wurdet als Zeuge in diesem Prozess aufgerufen. Angrosch selbst sieht jetzt auf euch hinab. Sprecht nur die Wahrheit. Und lasst keine Lüge über eure Lippen dringen. Mein König, ich werde nur die Wahrheit sprechen, das schwöre ich bei Angrosch. Dann berichtet uns von euren Beobachtungen.
Beim Tatort des Diebstahls wurden Scherben einer zerbrochenen Glaskugel gefunden, so wie es die Gauklin oft mit sich führt, das stimmt. Aber diese Kugel zerbrach schon, als ich Salina euren Befehl überbrachte. Sie hatte die Scherben nach dem Vorfall fortgeworfen. Die anderen Jonglierbälle haben andere Farben, sodass ich sicher sagen kann, dass es dieselben Scherben sind. Jemand muss sie also nachträglich dort platziert haben. Ich werde eure Aussage berücksichtigen, wenn ich mein Urteil fälle, Agmar. Danke, ihr könnt nun wieder abtreten. Wundervoll, so war es. Und zuletzt. Vor einigen Stunden kam es zu einem Stolleneinbruch, der viele Tage Arbeit zerstörte und die Leben guter Zwergenarbeiter kostete. Am Ort des Unglücks fanden wir einen Fetzen aus einem von Salinas Kleidern. Außerdem war eine Frauenstimme zu hören gewesen. Sie muss also am Tatort gewesen sein.